Und jetzt Spaltenbreiten anpassen, Spaltenbreite bzw. Zeilenhöhe anpassen. Jetzt schnell automatisch, ich kann beim Dauerzeigen, ich mache Doppelklick auf der rechten im Buchstabenbereich auf die Grenze zwischen D und E und das wirkt sich auf Spalte D aus. Klick, klick. Und dann Spalte D wird je nachdem breiter oder schmäler, je nachdem, was drin steht. Das ist jetzt automatisch. Ja? Aber ich könnte genauso gut manuell das Ganze machen, drücken, halten, also linke Maustaste drücken, halt, gehalten, halten und dann fahren mit gehaltener Taste, loslassen, dann mache ich manuelle Breite. Und jetzt aber, Breite von der Spalte bringt mir nicht viel, weil ich will nicht so ein breites Dokument haben. Ich will die erste Zeile höher machen. Also ich gehe auf die Grenze bei Spalten, bei Zeilenbezeichnungen gehe ich auf zwischen 2 und auf die Linie zwischen 1 und 2. Ich drücke linke Maustaste, halte gedrückt und fahre nach unten. Und sehen Sie, jetzt bumm, haben wir gemacht. Das ist natürlich viel zu viel, darum mache ich zack nach oben zurück. Zack. Durch das alleine ist aber, sieht es aber nicht besser aus. Und jetzt schauen Sie mal, ich will Folgendes machen. Ich will den Text zentrieren, zentrieren vertikal und horizontal. Gell? In der Mitte sowohl auf vertikaler Achse wie auch horizontaler Achse. Und da in der Mitte, also links vom Formatvorlagen, steht Textumbruch. Es gibt so ABC mit einem runden Pfeilsymbol. Wenn ich draufklicke, schauen Sie mal, plötzlich hier Runden auf 1 ist, sieht so aus. Gell? Und der Computer macht automatisch einen Zeilenumbruch. Und jetzt schauen Sie mal, wenn ich aber denke, dass 1 sollte aber nach unten gehen, dann muss ich aufpassen. Ich muss einfach Position beziehen in der Zeile. Und dann mit Tastenkombination muss ich manuellen Umbruch an dieser Stelle machen. Alt, Enter. Zack. Und jetzt unabhängig, wo ich es brauche, wird es an dieser Stelle Zeilenumbruch gemacht. Das ist einfach. Position beziehen, zum Beispiel jetzt vorauf hier, runden auf, vorauf Position beziehen, Alt oder Command, glaube ich Command und Enter im Mac. Sehen Sie? Und so kann ich die Inhalte der Spalte oder der Zelle so positionieren, wie ich es haben will. Gell? Das ist Zeilenumbruch. Also markieren, zuerst Platz schaffen, dann im Registerkarte Textumbruch aktivieren und dann ausrichten. Alternative dazu, wenn ich das nicht mehr weiß, wäre rechte Maustaste klicken, Zelle formatieren oder Ctrl 1 und dann bei Ausrichtung, sehen Sie, da können wir Text ausrichten, ich habe hier zentriert. Da kann ich Textumbruch aktivieren. Und wenn ich das gemacht habe, sage ich, okay, gut so.